Hallo und herzlich willkommen zu meinem Blog. Heute ist der 25.07.2020. Heute war Sonja da. Es war ganz interessant und nett. Ich war zwar ziemlich müde, aber auch sie war müde. Und die Gespräche sind erst im Laufe des Tages so in Gang gekommen. Und es war aber ganz lustig und sehr nett und angenehm. Sie hat mich nochmal gefragt, ob ich mit der Kündigung bei Claudia sehr sicher bin. Und das kann ich bejahen. Ich habe auch schon Assistent 24 angerufen, wegen neuen Bewerbern für September. Ja, im Großen und Ganzen waren die letzten Tage, wie gesagt, wie schon in den letzten Videos gesagt, relativ wie Sonntage. Und heute war das Wetter zwar nicht so schön, aber morgen sagt's auch nicht schön an. Aber es war die letzten Tage warm und schön. Und wir waren kurz draußen heute auch. Aber dann war es dann ja zu kalt. Weil ziemlich Wind gegangen ist. Wir haben zwei Nägel nachgemacht. Sieht man hier. Die sind recht schön geworden. Sie hat eine Nagellacke abgekauft, weil sie ja jetzt auch dieses Nagelset hat mit den Vornagellacken. Und ich habe dafür 3 € verlangt. Für 5 Nagellacke. Und ja, im Großen und Ganzen war es sehr schön. Mir geht's heute auch wieder ein bisschen besser. Obwohl ich immer wieder so Stimmungseinknicke habe, aber nicht die ganze Zeit. Das ist eher so wechselhaft. Und wir haben viel gelacht und sie hat viel Blödsinn erzählt und so. Also, um mich zum Lachen zu bringen. Und es hat sehr gut funktioniert. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich bin nervös wegen Montag, weil Katheter gewechselt wird und diese Probespülung gemacht wird. Höchstwahrscheinlich. Ich bin ja noch immer nicht entzündungsfrei, also müssen wir das erst besprechen, aber höchstwahrscheinlich wird die Untersuchung gemacht. Ich hoffe, wir warten nicht wieder 3 bis 6 Stunden, weil damit rechne ich schon fast, weil es im Spital immer länger dauert. Und am Montag muss ich aber dann mit meiner Mutter fahren, weil mein Vater aus dem Nachtdienst kommt, also aus dem 24-Stunden-Dienst. Und ja, bin ich eh ganz froh, dass ich das mit meiner Mutter machen kann. Sonst habe ich heute etwas Kopfweh.
Aber und die Hüfte tut mir weh und die Unterschenkel. Jetzt hätte ich meine Blutverdünnungstablette nicht genommen, aber ich habe sie genommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und die Beine fühlen sich schwer. Aber ja, das habe ich manchmal. Und sonst gibt es eigentlich wirklich nicht viel Neues. Ich habe heute schon mal überlegt, ob ich Kerstin schreiben soll. Aber eigentlich habe ich ausgemacht, dass ich sie nicht störe. Nur wenn es wirklich notwendig ist. Und das möchte ich auch so einhalten, sofern es möglich ist. Und naja, ist halt noch eine ganze Woche oder fast zwei, weil ich ja erst am Freitag zu ihr komme. In 1,9 Tagen, 1,6 Tagen. Eine Woche und 6 Tagen. Ich rede heute auch so viel Blödsinn. Ich bin so müde und unkonzentriert. Irgendwie klappt heute nicht so richtig. Ich will doch jetzt schon nichts mehr zu erzählen, nein. Aber da sowieso nur die ersten Minuten meiner Videos aufgerufen werden, werde ich mich hier verabschieden und das Video hochladen und also gar nicht länger machen. Na gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines.